So, sind wir auch wieder zurück bei Prey. Wir müssen schnell 2 Etagen höher. Wir müssen was pflücken. Nein, wir müssen zum Maschinenlabor. Uns kommen hier 1000 Viecher. Wo geht's am besten so schnell hoch? Hier, ich weiß es nicht. So, wir müssen aber irgendwie noch eine höher. Nein, hier ist sowieso falsch. Ab da oben müssen wir. Oh, und überall sind diese scheiß Viecher, ne? Okay, hier. Diese Wichser da. Gut, da hinten weiter. Nicht durch den Boden fallen, sonst wäre es blöd. Ach, jetzt komme ich in mein Büro. Hi, Morgan. Morgan. Muss leider weiter. Muss ich hier hin? Ja. Ah, diese Wichser sind überall! Verriegeln. So. Ach komm, fress es doch einfach. Ach, hier kommen wir wenn das hier noch so gerade so schön ist. Zack, zack, zack. Mehr nicht, ne? No. Alles aufgeladen, ja. So. Müssen wir den Techniker von Dahl finden. Ich hoffe, das hört dann auch irgendwann auf, dass die scheiß Viecher kommen. Und dann kommt Alex, unser Bruder, wieder aus der Versenkung. Dann geht's weiter. Und dann kommt hoffentlich mal das Ende. Also langsam möchte ich auch mal das Ende erreichen hier des Spiels. Puh. Zwischendurch ganz schön happig, du. Ach ja, ich wollte ja noch die eine Fähigkeit testen. Ich hoffe, ich denke dran. So. Ballistiklabor. Mal gucken, wo wir überall reinkommen, wo wir nicht reinkommen. Vorführung. Okay. Ob hier noch Viecher sind. Natürlich sind hier Viecher. Die kämpfen gerade mit sich selber. Scheiß Musik. Geh jetzt mal woanders hin hier. Was war das?
Was wir mitnehmen. Ich denke, ich habe mal was übersehen und manchmal habe ich es auch. Siehst du? Irgendwelche Soundbugs oder was? Kann man übrigens auch runtergleiten. Die haben sich gegenseitig hier irgendwie zerstört. Oh, hab ich nichts gegen. Sagen, hier bewegt sich doch noch was. Schon immer so aus, ich weiß es nicht. Naja. Hallo und tschüss. Okay, nützt nichts. Anzug wurde beschädigt. Natürlich ist da noch einer. Da bist du. Erstmal ein bisschen gucken. Was ist denn los immer? Hier spricht Kestra. Start ist Bericht. Alle Hauptzeuge.
Terminals gesperrt. RIP und Intercept-Protokolle laufen. Durchsuche Zugriffsmuster in den letzten 3 Stunden. Geschätzter Fortschritt 63%. Bestätigt. Fahre fort. Caspar sieht uns noch nicht. Aber gleich wahrscheinlich. Das hat ja gut geklappt. So. Verriegeln. Er ist fast tot. Commander Dahn, hier spricht Caspar. Morgan Yu wurde gesichtet, ich wiederhole. Yeah, Gott sei Dank. Die Türen gehen wieder, Morgan. Gute Arbeit. Ich bringe den Rest meiner Truppe zur Atmosphärenkontrolle in der Lebenserhaltung. Wir jagen da als Blechdosen zur Hölle und sorgen dafür, dass es nicht noch mehr Unfälle auf der Station gibt. Das gesamte Crew besteht aus angepassten Operatoren. Er hat den Fehler gemacht, seine Hoffnungen in eine Maschine zu setzen. Fleisch und Blut sind schmutzig, Morgan. Aber am Ende sind sie das Einzige, was zählt. Sehr gut. Der Upload wird jetzt fortgesetzt. Wir treffen uns im Arboretum. Wir haben wichtige Arbeit vor uns. Jetzt ist er bereit für ein Treffen. Aha. Der ist auch ein Wichser. Okay. Ah, oh, dieses Blödsinn hier, ne? Oder dieser, keine Ahnung. Sind jetzt also immer noch komische Typen unterwegs? Ich weiß es nicht. Zumindest ist hier eine Krankenstation und kann ich benutzen. Blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Lebensbedrohliches, das dauert nicht lang. Alles erledigt. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Gut, okay. Was das hier für ein Scheiß ist, keine Ahnung. Hallo, schön Sie zu sehen. Haben wir hier noch irgendwas, Werkstatt? Muss ich denn lang? Nein, hier, egal, dann finde ich jetzt nicht, keine Ahnung.
Tote es hier einfach gibt, ne? Immer. So, hier haben wir. Ich weiß auch nicht. Ich muss aber irgendwo noch was wegschmeißen, aber keine Ahnung. Und ich habe ja noch. Da nützt ja nichts. Muss ich auch benutzen. Ich weiß nicht, wo ein Technik-Operator ist. Da muss ich wieder zur Lebenserhaltung. Als ich das mal gemacht habe und war wieder bei Lobby, dann kamen mir gefühlte 10 Operator, Militär-Operator. Das ist auch nicht so toll. Dann verliest du ja wieder alles. Das bringt also auch nichts. So, immer diese Ladebildschirme. Das nimmt auch viel Zeit in Anspruch, ne? So, wir können jetzt eigentlich nur ins Arboretum gehen. Sollen wir? Ich glaube, ich gehe mal in mein Büro, ne? Nichts zu saufen hier. Ich finde die Wege immer nicht. Kann ich hier. Kann ich hier lang? Ja, gut. Ach ja, ich bin ja dann wieder auf Umwegen hier. Privat morgen. Soll das nicht sein? Experiment 29, Variante C. Ach so. Proband V01065532. Proband 32 ist in der Kammer. Psychoskope aktivieren. Haben Sie Familie? Typhon Kakoplasmus bereit machen. Ich habe eine Tochter. Wurde ihr weggenommen. Ich sollte sie wiedersehen. Ich habe alles unterschrieben. Jetzt Konzentration bitte. Ihre Familie. Sie müssen sie sehr hassen. Ich höre es in ihren Stimmen. Vitalparameter? 32 zeigt Anzeichen von Stress. Cortisol und Puls erhöht. Transpiration. Noch nicht im roten Bereich. Sehen Sie mich an. Den Mann, den Sie umbringen. Mimik ist in der Röhre. Erlaubnis fortzufahren? Morgen? Sie bringen uns beide um. Freilassen. Exemplar Typhon Kakoplasmus ist in Kammer mit Proband 32. Morgen. Okay. Dann haben wir das auch mal gemacht. So. EMP. Haben wir nur noch eine. Was kann ich denn so herstellen? Das könnte ich, ja, Neuromod. Na toll, nützt mir auch nicht viel. Vielleicht lieber so ein Ding hier. EMP. Ach, wir haben ja ein bisschen gut. Ihr Eingriff, der ihn getötet hat. Und sie wussten. Warum? Ich dachte, Morgan. Ich dachte, sie wollen mir helfen. Ja. Wieso retten sie mich und dann das? Für Absolution? Für Vergebung? Mein Vater hatte recht. Sie verstehen nichts. Ihr Vater, Mutter, ihr dummer, verrückter Bruder. Familie bedeutet ihnen nichts. Sie wissen nicht einmal, was es heißt, ein Mensch zu sein. Bleiben Sie mir bloß vom Leib. Verpiss dich doch. Morgan, sind in der Lebenserhaltung. Alles sicher. Die Luft hier ist auch okay. Ich habe gute Leute gegen die Blackboxen verloren. Dahl war nicht hier. Wenn Sie ihn vor mir sehen... Erledigen Sie. Ja, habe ich doch schon. Schnucki. Over.
wollte ich denn jetzt machen? Okay, davon haben wir wieder so viel. Medikit kann ich nicht. Glukanister leider auch nicht. Okay. Was ist denn sowas? Kann ich mir Ziehgedöns auch... Kann ich auch nicht. Egal. So, Arboretum, ich weiß. Okay, ob die Luft rein ist. Wusste ich auch lange Zeit nicht, dass das geht. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Ah, du Wichser. Aber natürlich wieder hier so ein bisschen, ne, was man gebrauchen kann. Aber ist egal jetzt. Und der tanzt wieder aus der Reihe, also muss ich wieder so machen. Zack. Neues Trend Squad wieder. Oh. Frank, sind Sie da drin? Was ist mit den Kapseln los? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie, Sie wissen es nicht? Es ist Ihr Job, es zu wissen, verdammt! Sie haben sie geprüft, richtig? Ja. Warum zur Hölle funktioniert die Startsequenz nicht? Ich weiß es nicht, Drew. Tut mir leid. Was ist mit Ihrer Kapsel? Öffnen Sie sie! Das geht nicht. Was wollen Sie damit sagen? Die Bolzen der äußeren Luke haben fehlgezündet. Wir stecken in der Startröhre fest. Sie haben auf niemanden gewartet, Sie Vollidiot! Ich hoffe, Sie verhungern da drin! Was habt ihr alles? Ich kann euch nicht helfen. Nils, wo sind Sie? Fluchtkapseln. Können Sie herkommen? Nein, wir haben den Aufzügen den Saft abgedreht, damit diese verdammten Dinger nicht den Kontrollraum erreichen. Naja, wir sitzen hier eh fest. Wir kriegen die Kapseln nicht auf. Ich versteh's nicht. Ich überflute die Sicherheitscomputer schon mit Anfragen. Vielleicht sieht es ja irgendwann jemand. Ja, vielleicht. Noch mehr, nee. Ja, ich habe so viele Sachen hier, was könnte ich... Habe ich auch gar keine Lust zu. Maschinenlabor waren wir doch sogar drin, habe ich aber nichts gefunden, ne? Und hier, Lebenserhaltung war ich auch, habe ich nichts gefunden und die habe ich auch nicht gefunden, keine Ahnung. Goldene Waffe, ob die jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht. Die habe ich auch nicht gefunden. Außenbereich, ja. Loch. Fliehe von der Talos, ja, ich weiß. Bla, bla, bla. Was damit passiert ist. Aber eigentlich waren wir nur zu Alex. Ja. Machen wir aber natürlich in der nächsten Folge von Prey. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.